Jetzt gehen wir nochmal rein, dann sieht man das. Deutsche Memes, die dich in der Krise zerlegen. Deutsche Memes, die dich in der Krise zerlegen. Warum will man in der Krise zerlegt werden? Wir gehen rein. Jeder siebte erwachsene Deutsche kann nicht richtig lesen. Deutsche Memes, die dich in der Krise zerlegen. Simon Unger ist einer von ihnen. Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips über Instagram, Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche. Ich kann nicht mehr lesen. Ich habe Kiste anstatt Krise gelesen. Nicht andersrum. Memes. Sieht man das? Ja. Und da auch erstmal ein Stößchen. Prost. Let's Meine Flasche ist schon längst leer. Noch nie so schnell wurde ein Lächeln aus einem Gesicht gewischt. Okay. Digga, das war ja wirklich ein Bruder. Ich mache Geld mit Aktien. Meine Sachbearbeiterin vom Finanzamt. Er hat Luftmatratze Aufblase studiert. Das machst du jetzt 12 Minuten lang. Los jetzt, puste, gib alles. Heute gönnen wir uns wieder. Morgen dann wieder Döner-Eimer. Er hat eine Dönerstange, ich einen Döner-Rucksack, Baba. Und ich habe gestern... Ich einen Tag, nachdem ich verkündet habe, Diät zu machen. 9 Teller gegessen, circa 14 Eier verpackt in 4 Omelets. Boah. Junge. Sau viel Fleisch und sau viel Salat, aber nichts anderes. Man trinkt sein Bier. Wenn die Außengastronomie wieder geöffnet hat und ich es mir jeden Tag gut gehen lasse. Ja, man raucht seine Zigarette. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Jetzt kann sie mal so richtig schön Musik hören. Maschallah, aber ihr läuft anders. Viele von euch werden sich sicherlich fragen, was... Genug Internet für heute. Tierschädel kompostieren. Das ist ein Schafschädel und ich habe nicht den Verstand verloren. Ich folge Gott sei Dank einer TikTokerin auf der anderen Seite der Erde und sie hat auch gezeigt, wie wunderbar sie kompostiert mit ihren Schädeln halt. Also allen alten Kulturen liegt das zugrunde und schaut mal bei den Mayas, die ja nachweislich den besten Kompost der Welt gemacht haben. Die haben dann natürlich auch ihre Tierreste draufgepackt. What the fuck? Er hat Echsen studiert. Oha, mit diesem Wirbel, wie krass. Oha, er hat so einen Wirbel erzeugt in der Flasche. Wup, wie als würde es von der Toilettenspülung so runterflutschen. Wie geil, Alter. You ready? I'm gonna sit in the snow-covered bench. Wenn man in der Schule Kaugummis rausholt. Holy smokes! Oh my god! Yes! Yes! Mach ich die yes! Wenn jemand nach seinem Referat noch Fragen stellen will. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Und Herr der AfD. Ich nehme an, dass Sie auch eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Storch nicht gestatten wollen. Welcher Kollege? Von Storch. Nein. Was ist 2 plus 2 mal 2? 6. Okay. 4, 8, du Vogel. Nein. Punkt vor Strichrechnung. 6. 2 mal 2 ist 4 plus 2 ist 6. Punkt vor Strich. Ach so. Ja, da hat der Memo aber kassiert. Wenn jemand mir eine dumme Frage stellt. Was hast du für Fische? Oh, welche, die schwimmen, Digga. Ja. Welche, die schwimmen, Bruder. Junge, die haben alle online bei Media. Er dachte schon, er hat das System gedrillt. Markt bestellt, anstatt einfach reinzugehen. Ihr seid richtige Genies, Alter. Einfach reingehen und sofort holen. Nein, bestellen und 20 Minuten anstehen. Geil, 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 geil. Okay, verkackt, Leute. Das ist die Schlange zum Reingehen. Tot. Ich habe mich gerade vorne hingestellt, haben die mich angemeckert, dass ich da eben nach vorne gehe. Not before you go. When you're ready. He's good. Das wäre irgendwie anders geplant. Oh nein, der wird Kopf überfallen. Ja, also nimmt die raus, macht dann Nutella drauf und dann dreht die ein. Oh. Mit oder ohne Butter? Wenn ich endlich jemanden mit meinem Essgewohnheiten gefunden habe. Also die esse ich ohne Butter. Aber? Was? Sag's! Ja, aber normal immer mit Butter. Sorry, aber fühle ich gar nicht. Nuss-Nougat-Creme immer ohne Butter. Und auf eine Pizza. Oh. Gehört kein Ananas. Ja! Ja! Ja. Wenn es um Eier geht, versteht er gar keinen Spaß.
Ich kann nicht lesen heute, ne? Wenn es um Eier geht. Ich habe eine Brille an und kann trotzdem nichts sehen. Türkischen Mitbürger immer so. Weisheiten mit Farid. Schön sagen, Otis Bircek praktiziert. Was auch immer das bedeuten mag. Ich hoffe, du hast mich gerade nicht beleidigt. Nein, auf keinen Fall. Das will ich niemals machen. So asozial bin ich nicht. Wenn du willst, übersetze ich es dir. Ja. Otis Bircek ist der türkische Begriff für Onanieren. Und Otis Bircek bedeutet 31 mal ziehen. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber auf jeden Fall, wenn man 31 mal zieht, dann macht's Flatsch. Anyone else ever? Er ist einfach mit seinem Fisch spazieren gegangen, kenne ich schon. Aber krass. Just take their pet catfish out for a walk when it floods. Was macht deine Mutter so in ihrer Freizeit? Ich? Es ist schwierig zu erklären. Der Hund hat kurz Nachtsichtmodus aktiviert. Hier, wenn ich den Fußgängerweg verlasse, komm. Ohne etwas zu sagen. Und so sollte das aussehen, ne, Großer? Okay. So ein geiler Hund. Ist wahrscheinlich ein Dobermann, so wie es aussieht. Meine Freunde, wenn ich vom ersten Date zurückkomme. Hattet ihr Sex? Habt ihr Sex gemacht? Hattet ihr... Okay, Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade... Wenn Crush Türkin ist. In Frankfurt, hier ist der Jesko mit mir. Oder Jörg Schandar, wie ich das sage. Ist ein türkischer Musikfan und er will uns jetzt ein Lied vorsingen. Und er singt von Tarkan. Şımarık. Takmış koluna eline aranını veriyor. Terinimden çatlatıyor. Bazın da sakizi şişirip şişirip arzız arzız patlatıyor. Biz vermeyi gördük vatanızda. Hele günü rezil. Knossi auf Wish bestellt. Yıl oldu. Yeni adet gelmiş. Eski kıyılar asla mahvoldu. Seni gidip fındık kıran. Yerinden çıkaran. Kaderim püskürü bir an. Yakalarsam. Nice headshot, bro. Alex wird hops genommen. Alex tot. Danach Musikkarriere an den Nagel gehangen. Anmachsprüche studiert. Ich bin zwar kein Magier. Aber in der Kiste zerlege ich dich trotzdem. Aha, so ein Ding ist es also. Dieses andere. Mein Englischlehrer, wenn er mit mir sprechen hört. With white or green background, is that really important? Because I have photos, but not with white or green background. Wo hast du denn so gut Englisch gelernt? Bruder! In dem Sinne würde ich einfach... Wo hat man das so gut Englisch gehört, frage ich nur. Locker flockig behaupten. Wieder schauen. Und reingehauen. Reingehauen. Oh mein Gott, Killer wie. Oh scheiße, ich hab ein Video geklickt. Ey, check, sieht mal das aus. Lass Grüße, lass Küsse, fast die 60.000. Mach mal die 60.000 voll auf Ehren, Bruder, Basis. Kuss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.